Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris. Ja, heute mit einem neuen alten Spiel. Also ich habe mir gestern mal Call of Duty 4 gekauft und ja, war einfach, ich wollte es einfach haben. Ich habe den Multiplayer, habe ich davor noch nie gezockt. Also ich habe ihn einmal auf der Xbox gespielt. Ansonsten hatte ich das Spiel nur für den PC und da war es aber gecrackt. Da hatte ich keine Chance, den Multiplayer zu spielen. Und habe mir gedacht, komm, kaufe ich es mal wieder für die PlayStation. Ist bestimmt interessant, da mich Black Ops momentan, oder Black Ops eigentlich schon, weil mich das schon immer sehr gelangweilt hat. Und ja, dann kam halt Call of Duty 4. Was ich dazu nur sagen möchte, ihr werdet ja bestimmt sehen, ich bin hier ein bisschen unorientiert. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich so richtig lang gehen muss, weil das war echt Ewigkeiten her. Ich habe das früher im Multiplayer gespielt auf der PlayStation, da waren wir... Ja, jetzt muss ich meine Stickbelegung umstellen. Da waren wir in... Ja, wir hatten so einen Kumpel, der hat so einen Keller gehabt mit so einem Beamer. Und da waren zwei Sofas drin. Und da haben wir halt ein riesiges... Ja, halt eine riesige Wand gehabt. Und da haben wir uns dann immer hingehockt zu viert und haben Call of Duty gezockt gegeneinander. Also nicht im Internet, sondern einfach nur gegeneinander. Aber das ist schon so Ewigkeiten her, dass ich hier gar nicht... Ja... gar nicht mehr sagen kann, wo die Maps sind. Also wie die Maps ausschauen, sorry. Zum Spielen finde ich, ja, spielen tut sich's eigentlich ganz gut. Würde ich, glaube ich, mal so im Rande hinzufügen, irgendwie wirkt das Call of Duty so, als wäre es einfacher zu spielen. Also für jeden Neuling wäre das eigentlich dann dementsprechend zu empfehlen. Was gegen das Spiel ist, was ich gestern auch bemerkt habe, also ich hab das Spiel seit gestern gehabt, hab gestern ein paar Runden gezockt, ja. Und was habe ich gemacht? Erstes Spiel, sagen wir mal das 10. Spiel, wo ich drin war, einfach gehackt. Also ich bin reingegangen und konnte man halt die ganze Zeit Tube schießen. Also war halt so Rapid Fire mäßig, war halt Mode drin. Aber hat mir natürlich nichts ausmachen, habe ich mitgespielt, leider nicht gefilmt, weil mir hat das ja bloß Kills gebracht. Und da habe ich mir gedacht, und Points, und dann habe ich mir gedacht, na komm, dann bleib mal drin. Drei Spiele später, habe danach natürlich die Lobby gewechselt. Drei Spiele später laufe ich auf einmal los, oh, bin ich super schnell, war ein Speedtag drin. Ja, also der Speedtag hat mich ein bisschen angekotzt, weil es war echt blöd. Natürlich habe ich mich, also natürlich nicht, aber ich muss dann, jetzt von KD wieder raus. Aber. Ja, das war halt ziemlich blöd. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier auch gepatcht worden ist. Dass es hier halt keine Hacker mehr gibt. Und ich finde es auch ziemlich schwach, dass, weil das Spiel ist eigentlich 2 Jahre alt, dass das keiner macht, weil das ist ja trotzdem eigentlich noch ja, gehypt, dass Infinity Ward mal irgendwie einen Patch rausbringt. Weil das Spiel kostet trotzdem noch im Laden 30 Euro. Und für ein Spiel, was 2 Jahre alt ist und 30 Euro kostet, da kann man auch irgendwo verlangen, dass da noch was gepflegt wird, weil die verdienen ja immer weiter dran. Man sieht ja, die Leute, die drin sind, die Stats sind meistens, ja, bei unten, also die sind halt meistens Neulinge mit drin und machen halt natürlich mit dem Spiel immer mehr Geld, aber dass natürlich mal ein Patch und sowas rauskommt, das ist leider nicht der Fall. Ja, ihr könnt damit rechnen, dass jetzt hier in der nächsten Zeit häufig von Code vielleicht ein paar Gameplays kommen. Das ist jetzt dementsprechend abhängig, wie viele, ja, auch meine Real-Life-Freunde das spielen, wie viele von den Leuten, die ich online getroffen habe, wie viele das spielen. Ansonsten natürlich MW2, Black Ops. Ich weiß nicht, das wird jetzt nicht mehr so die Häufigkeit sein, weil mich dieses Spiel echt langsam ultra langweilt. Die Engine gefällt mir eigentlich davon gar nicht. Die Grafik gefällt mir gar nicht, so diese, ja, die Stock, das ist einfach so ein Spiel, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich spiel's halt bloß, weil es jeder spielt. Und lieber spiele ich es mit anderen Leuten, quatsch mit denen, bevor ich dann irgendwo, ja, alleine in irgendeinem Game versumpf. Klar, wenn jetzt einige sagen, ja, ich kann dich dann auch adden und dann können wir, egal welches Spiel du hast, irgendeiner hat immer das eine. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich möchte ja auch deswegen mit meiner Freundschaftsliste, ich lasse ja die Leute drin, mit denen ich richtig gut zurechtkomme. Ich mache YouTube nicht für YouTube, sondern so für alles außenrum. Sondern ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht. Und deswegen habe ich auch keinen zweiten Clan-Tag, mit dem ich, also keinen Tag, mit dem ich spiele.
wo ich dann ja Abonnenten nur reinlasse und meine Real-Life-Freunde rausschmeiße. Ganz im Ernst, ich denke mal, das würde keiner von euch in irgendeiner Hinsicht machen, weil die Leute, mit denen man sich versteht, warum soll ich die jetzt rauslöschen? Das ist ja, das wäre ja totaler Schwachsinn. Es fliegen immer ab und zu welche raus, das können auch bestimmt jetzt hier ein paar bestätigen, die mich nerven, die mich zuspammen, die einfach reinjoinen. Da fliegen immer ein paar raus, sobald ich online bin. Es gibt auch welche, die melden sich gar nicht, da wird auch demnächst wieder gesäubert. Ansonsten mit einer Open Lobby, es sowas wird noch kommen, nur ich brauche leider dafür ein bisschen mehr Zeit. Das muss an einem Tag kommen, wo ich am Wochenende mal richtig schön frei habe, dass ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen kann und dass ich das auch vorbereiten kann einigermaßen. Weil wenn das, ich möchte nicht, dass wir dann irgendwo in der Lobby sind und dann spielen hier 2 Stunden lang die gleichen mit mir und dann ärgern sich die anderen, warum, ja, warum sie nicht reingekommen sind. Das möchte ich natürlich nicht, deswegen muss es auch ein bisschen vorbereitet sein. Und ich denke mal, dann können wir da ein bisschen, ja, ein bisschen Spaß haben am Zocken und ein bisschen mit den Leuten quatschen, was natürlich Voraussetzung ist, ist ein Headset. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich da irgendeinen drin habe, der nicht mal mein Headset hat und hockt einfach nur da und denkt sich, oh geil, ich habe ja mit Chris gespielt und man kann nicht mal mit den Leuten quatschen. Also das wäre schade und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Die werden dann auch in der Lobby gleich wieder rausgeschmissen. Muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Das ist jetzt noch nichts fest. Ja, und ihr seht das Gameplay, Roll-Up. Ich weiß gar nicht, wie die Punkte hier, nach was für ein Punktesystem, also was, wenn jetzt auch bei 1000, ob es da jetzt zu Ende ist, oder bei 500, ja, nee. Hier vorne läuft noch einer. Tick. Bisschen wenig Munition. Ich warte, bis ich hier Scavenger bekomme. Ja, und das war doch ein Gegner. Warte, bis ich Scavenger bekomme, also Plünderer. Ich hoffe, das gibt's hier. Was ich auch cool finde, dass man hier keine Killstreak fest eingeben kann. Man hat halt auf der 3 seine UAV, auf der 5 hat man seinen Luftangriff, auf der 7 hat man seinen Heli-Strike. Ich glaube, da gab es noch andere, so wie ich mich recht entsinnen kann. Ja, aber das war's auch schon wieder. Ich habe einen 2. Platz belegt. Das war mein erstes Call of Duty 4 Gameplay. Hab gesehen, ein Game 4 Level war nicht schlecht. Also, haut rein, Servus.